Meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zu diesem Video der Shape School, denn wir befinden uns hier in Kümmersbruck auf dem Schulhof der Mittelschule und hier haben diese wunderbaren, bezaubernden Geschöpfe, diese Erbauer, diese Woche die AFMM1 entwickelt. Die AFMM1 ist die Aufweck- und Frühstückmachmaschine und Typ 1, Prototyp natürlich, mit ganz vielen kreativen Ideen und ich möchte euch heute diese Maschine kurz zeigen, denn wenn ihr dieses Video seht, wird es wahrscheinlich regnen, sodass ihr nicht daran teilnehmen könnt, wie es live läuft. Ich befinde mich jetzt hier beim Probanden. Der Proband soll geweckt werden von unserer Aufweck- und Frühstückmachmaschine. Dazu wird nachher die gute Aufweckfee kommen. Ihr wisst schon, die ganz früh, wenn es dunkel ist, kommt zu euch und immer sagt so, tsch, Wecker an. Der Wecker wird hier angemacht. Da wird dieser Hammer quasi den Wecker aktivieren. Der Eimer fällt nach unten. Der Proband wird nach oben geschleudert, bekommt einen lustigen Schwall Wasser ins Gesicht. Ein Luftballon wird explodieren und dieser Ventilator geht an. Wenn der Ventilator in Betrieb ist, zieht er dort oben vom Wohnzimmerschrank den Stein herunter. Außerdem wird der Kleiderkreisel im Kleiderschrank aktiviert, denn man braucht jeden Tag was Neues zum Anziehen. Außerdem beginnt dann diese wunderbare, überhaupt nicht schwere Jacke an der Seilbahn in Richtung des Probanden und zum Frühstücksteil der Maschine zu rutschen. Dort, wir gehen kurz rüber, löst dann die Seilbahn nämlich eine Kugelbahn aus. Die Kugelbahn mit einem Golfball, mit einem rosa Golfball, löst dann eine Dominokette aus. Klack, 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 klack. Diese wiederum wird dann diese, weil es ist ja ein schlauer Professor, der hier wohnt, diese Anatomie und Physiologie des Menschenbücher runterstürzen. Daraufhin wird dort hinten ein Stein ausgelöst und es beginnt das Müsli, Nutella aufs Brot und das Wasser bzw. der Saft dann in das Gefäß zu fließen. Wenn das Saftglas dann voll ist, wird dieser Hebelmechanismus das Skateboard auslösen. Dieses rauscht dann zu unserem Finale hin. Gerade wird das Finale noch aufgrund des Sturmes gehalten von unserem Aufweckgehilfselfen. Und dann wird es einbrechen und wer danach nicht wach ist, ja, der liegt wahrscheinlich im Koma. Also, Klamotten, aufwachen, Frühstück, alles in einem und von den Herren hier konstruiert und gebaut. Hallo, guten Morgen, ich bin die Aufweckfee.